gesagt, okay, am Wochenende wird Popcorn gemacht. Der Leverkusener Wildpark wäre eine echte Adresse gewesen, die sich lohnt, mal zu besuchen, was ja leider nicht funktioniert hat. Der Dünnwalder, Wenn wir sie jetzt reinlassen, dann werden wir sofort gekündigt und der Park wird für immer geschlossen. Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was ihr im Hintergrund hört, das ist unsere Spülmaschine, die läuft nämlich gerade. Ich hoffe, sie piepst jetzt gleich nicht. Wir haben heute frei, es ist Wochenende, es ist super Wetter und ich habe keine Ahnung, was wir heute machen. Aber wir werden uns gleich auf jeden Fall Mirko schnappen und irgendwas unternehmen. Ich weiß nur noch nicht was. Ich werde jetzt mal Julian und Mirko wecken und die beiden mal mit dem Wetter konfrontieren. Und hoffen, dass die beiden genauso motiviert sind wie ich, heute in den Tag zu starten. Wunderschönen guten Morgen von mir. Wir waren jetzt gerade was frühstücken. Das Wetter ist echt gar nicht so gut. Und ich bin jetzt schon mal zum Auto gegangen, weil wir uns einen Osterkranz mit Zucker geholt haben und gegönnt haben, damit wir auch was Leckeres zu essen für zu Hause haben. Ja, Sandra ist mit Mirko gerade noch kurz auf die Toilette und wir werden jetzt gleich in einen Wildpark fahren. Ist auf jeden Fall eine Reise wert, muss man ganz ehrlich sagen. Erstens tut man Erstens tut man Tieren was zugute. Und zweitens ist es einfach schön, dort auch, man kann da wunderbar spazieren gehen. Also ist es dort einfach schön, auch einen Spaziergang zu machen. Und nein, ist auf jeden Fall ein Ausflug wert, in den Tierpark nach Leverkusen zu fahren, weil es einfach schön ist. Und schauen wir einfach mal. Wir hoffen, dass es nicht allzu viel los ist, weil ich eben auf der Webseite gelesen habe, dass die nur noch Samstag und Sonntag aufhaben und nicht mehr die ganze Woche. Und dementsprechend, ja, schauen wir einfach mal, wie viel da los ist, wie es denn da ist. Halli, hallo, Hallöchen. Wir wollten ja eigentlich da bei Leverkusen in den Wildpark gehen, sind auch hingefahren, haben auch geparkt. Es war auch tierisch voll, wir haben uns gefreut. Und da ist aktuell eine 3G-Regel, was ja gar kein Problem für uns ist, denn wir sind ja beide mehrfach geimpft. Ja, was soll ich euch sagen? Da hat es dann bei uns schon gescheitert, denn wir wollten da rein, wurden kontrolliert und wir haben dann unsere digitalen Impfzertifikate gezeigt. Ich finde es eigentlich schon fast lustig, aber irgendwie ist es eigentlich traurig, denn scheinbar war das Personal, was da arbeitet, nicht besonders gut geschult. Denn als die mein Impfzertifikat dann eingescannt haben, mein QR-Code, war das Problem gewesen, dass da angeblich das nicht gültig sein soll. Und ich habe gesagt, wie kann das sein? Also da stand nicht mal ungültig, sondern da stand einfach nur irgendwas, kein Zutritt oder irgendwie sowas Komisches. Und ich habe mich dann natürlich gefragt, wie das sein kann. Habe dann auch noch mal extra gezeigt und bin noch mal reingegangen und habe die einzelnen Zertifikate gezeigt. Und da stand ja dann auch, wann ich jeweils geimpft wurde. Und ja. Aber die wollten da auch gar nicht mit sich reden lassen, leider. Hat ihn nicht interessiert, dass es diese Covid-Pass-App war. Ich habe es dann nochmal auf einer anderen App probiert, aber das wollten sie dann nicht mehr. Und ich sage, ja, aber ich bin ja geimpft. Sag ich, sie müssen mich doch jetzt hier reinlassen. Wenn hier sogar 3G-Regel ist, können ja selbst Getestete rein. Und ich bin ja nachweislich geimpft. Doppelt. Nee, können wir nicht und geht nicht. Die App sagt ja, dass es nicht geht. Vielleicht, sage ich, und woran kann das jetzt liegen, dass die App das nicht erkennt? Ja, das kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht sind sie gerade erst geimpft worden und die 14 Tage sind noch nicht um oder keine Ahnung. Die war da selber maßlos überfordert, hatte ich den Eindruck auf jeden Fall. Hinter uns natürlich eine Riesenschlange. Natürlich wollten die auch, dass es weitergeht, aber für uns war das halt sehr unverständlich. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Irgendwas wollte ich gerade noch gesagt haben. Ach so, und dann sagte Julian zu denen, ja, aber wir waren eben schon frühstücken und da haben wir auch das Impfzertifikat eingescannt und das war auch kein Problem gewesen. Und dann, das war der total egal, ne? Die wollte da gar nicht mit uns noch eine Lösung suchen oder das vielleicht irgendwie sich mal genauer angucken,
ob das vielleicht an ihrer App liegt oder was. Ich weiß auch nicht, welche App die da benutzt haben fürs Einscannen. Und die sagte dann, nee, hier waren heute schon mehrere Leute und die waren dann auch teilweise vorher schon schwimmen und was weiß ich was. Also scheint das ja bei uns nicht das erste Mal heute passiert zu sein oder dieses Wochenende, dass da die App das irgendwie nicht hingekriegt hat, das vernünftig einzuscannen oder die App vielleicht ein Update braucht. Oder wir haben dann gefragt, was denn ist, wenn die uns jetzt trotzdem reinlassen. Und dann sagten die ja, wenn wir sie jetzt reinlassen, dann werden wir sofort gekündigt und der Park wird für immer geschlossen. Also, ich weiß jetzt auch nicht so genau, was ich davon halten soll. Aber wir sind jetzt eben hier nach Dünnwald gefahren in den Tierpark, in den Wald. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an, was es hier so gibt, denn hier war ich tatsächlich auch noch nicht. Ich habe es ja eben schon gesagt, der Leverkusener Wildpark wäre eine echte Adresse gewesen, die sich lohnt, mal zu besuchen, was ja leider nicht funktioniert hat. Der Dünnwalder, Köln-Dünnwalder Tierpark ist halt auch einfach genauso eine Sehenswürdigkeit. Und es lohnt sich halt einfach, hier hinzukommen, weil man kann A, mit Kindern einen wunderbaren Tag, selbst bei nicht so schönem Wetter, verbringen. Man kann aber auch genauso alleine einfach mal ein bisschen an die Natur kommen. Ich habe es ja schon mal in dem einen oder anderen Video gesagt, ich bin ja eigentlich voll das faule Stück, aber so in den letzten Wochen und Monaten hat sich das eigentlich immer mehr ergeben, dass ich mich halt doch mal gerne bewege, weil seit ich nicht mehr rauche und das Ganze auch ein bisschen weniger anstrengend für mich ist, macht das Ganze halt auch viel mehr Spaß und ich muss halt einfach sagen, ich liebe die Natur und als Dorfkind ist es halt einfach schön, weil man sich so ein bisschen... Ja, ein bisschen wie zu Hause fühlt. Klar bin ich jetzt nicht in einem Wildpark groß geworden, aber man hat halt schon den Wald immer direkt irgendwie direkt bei sich gehabt. Und das ist halt schade, dass wir mittlerweile so viel Stadt haben und viele Kinder wahrscheinlich darauf verzichten müssen, manches wahrscheinlich niemals sehen werden. Das ist halt echt, echt schade, weil es ist wirklich, wirklich schön. Also ganz im Ernst. Kleinen Ausflug mussten wir dann kurzfristig abbrechen und schnell zum Auto laufen, denn es fing plötzlich an in Strömen zu regnen. Zu Hause wieder angekommen, habe ich jetzt vor, Popcorn zu machen. Ich habe nämlich hier den Popcorn-Mais gefunden, die Tage, und wollte den unbedingt mal machen, bevor der irgendwann nicht mehr gut ist. Deswegen habe ich mir den direkt rausgestellt und habe gesagt, okay, am Wochenende wird Popcorn gemacht. Also hier steht... 4 Esslöffel Öl in einen ausreichend großen, breiten Topf bei mittlerer Stufe erhitzen. 50 Gramm Mais hinzugeben, das sind ungefähr 3
gehäufte Esslöffel. Der Topfboden sollte gerade bedeckt sein. Topf mit Deckel wieder schließen. Nach 3 bis 4 Minuten beginnen die Körner zu platzen. Probieren wir das mal. 3 Esslöffel rein. 1, 2, 3. Okay, also stimmt jetzt irgendwie nicht so ganz. Hier steht, der Boden sollte gerade bedeckt sein. Das sieht jetzt aber nicht so aus. Deswegen mache ich einfach mal noch ein bisschen was rein. Sagen wir eigentlich immer noch nicht bedeckt. Dann machen wir einfach noch einen rein. So, das reicht jetzt aber auch. Dann Deckel wieder drauf. Und warten wir mal ab, was passiert. Das ist so cool eigentlich. Wenn man überlegt, man packt ein bisschen Mais da rein, Popcorn-Mais mit Öl und macht es an und dann auf einmal macht man sein eigenes Popcorn. Andere Leute kaufen sich dafür eine Popcornmaschine und wir machen es einfach im Topf. Jetzt geht's richtig ab hier. Guck mal. Ich bin total gespannt, wie es schmeckt. Seid ihr eher der süße oder der salzige Typ? Also ich brauche unbedingt Zucker an dem Popcorn. Und was sagst du? Du willst halt Popcorn. Ich mag kein Popcorn. Deswegen ist Wasser alt. Der hat einfach keine Ahnung davon. Er hat keine Ahnung, was gut ist. Ganz ehrlich, wer mag kein Popcorn? Ich wäre immer schon Team Nacho. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, seid ihr Team Nacho oder seid ihr Team Popcorn? Ich wette, es wird mehr Team Nacho geben. Ich habe eben schon gefragt, ob süß oder salziges Popcorn. Aber man muss sich auch nicht entscheiden, man kann ja auch Nachos und Popcorn essen, aber süßes Popcorn. Man kann auch Wassereis und ein Cappuccino. Das ist total die widerliche Mischung, aber geil. Das war nur mein Gedanke. Moment. Jetzt ist hier Feierabend in der Bude. Jetzt hast du mich aber auch rausgebracht. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir jetzt noch den Rest des Tages genießen wollen und uns hiermit verabschieden. Tschüss. Tschüss. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay.